Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, hier haben wir irgendwo einen Wegpunkt und da haben wir Siehst, ich mach dir einen Schock. Dornrücken und ein Kaninchen. Totes Kaninchen. Ach, sehr schön, ich brauch doch das Fell. Ah, hat kein Fell gehabt. Schade eigentlich. So, erstmal schauen. Jetzt lädt die Karte. Steinfall. Achso, ja, den einen Typen da aufsuchen. Den Obermufti von dem anderen Clan. So, da müssen wir ja jetzt nicht unbedingt dadurch uns mit dem billigen Gesocks an Maschinen gerade beschäftigen. Aber den Vogel braucht man. Ich hoffe mal, dass wir den brauchen. Hey, da war ja noch einer. Ist egal. Reichhaltiges Fleisch. Ja, das voll von Vögeln hier. Ja, schön. Ich bin auch immer gut zu Vögeln. So, Helfer haben wir, glaub, genug. Und wie weit ist es entfernt? Noch 300 Meter. Aber unser Reittier wird sich an dieser Felswand sehr schwer tun, deswegen macht man es vielleicht ohne Reittier. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg nach oben ist, aber wir probieren es weiterhin. Dann wäre nämlich cool, wenn das klappt und ich nicht irgendwie am Wasserfall da entlanghangeln muss. Es hat geklappt. Zumindest bis hierhin hat's geklappt. Und was bist du? Winterfahlbierenstrauch. Ja, gut, dann haben wir ein paar Fahlbieren. Was auch immer die uns bringen mögen. Hier oben haben wir echt nichts an Lagerfeuer oder so. Das ist, finde ich zumindest ziemlich interessant. Gar nichts. Nur öde Ödnis. Ist egal. Wir sind ja gleich über den Gipfel drüber. Über den Berg, wie man so schön sagt. Ach komm, die kommt jetzt nicht da oben hin. Hey, Louis. Ja, gut machst du das. Der Schrei ist besonders wichtig. Hier ist ja alles voller Pfahlbieren. Was machen die? Schmecken die Pfahl? Ich bin der König der Welt und schaut mal, was hier ist. Ich fühle mich wirklich wie der König der Welt. Eine Platte. Nehme ich alles mit? Was kann man denn damit machen? So, da unten irgendeine Ziege oder ein störrisches Schaf. Ich glaube, wenn wir von ganz oben abspringen, wird es immer noch nicht reichen. Wie das rauscht. Was rauscht? Der Fahrtwind. Ja, das ist bestimmt sehr beeindruckend für dich. Obwohl, mit so einem Drachenflieger bin ich ja auch noch nie Es wird geflogen. steiler, die Luft wird kälter. Ich nähere mich wohl Steinfall. Wieso wird steiler? Wir gehen doch gerade bergunter. Wir waren da oben drauf. Da hättest du den Kommentar bringen können. Noch ein Vogel. Oh, die hat sogar Federn oder irgendwas Wertvolles für uns. Es ist auf jeden Fall episch. Her damit. Eulenknochen wahrscheinlich. Ah, Gabelbein. Auch nicht schlecht. So, dann einmal speichern, wenn wir schon direkt hier sind. Bevor ich wieder durch irgendwelchen Unfug draufgehe, den ich mir selber eingebrockt habe. Und das sieht hier aber relativ gut aus. Hi. Hast du überhaupt Augen? Also, du hattest die gerade zu. Das ist nur verständlich. Das muss Steinfall sein. Ja, da Ricardo fällt sollte man hier auf auch mich leicht. warten, aber vielleicht sehe ich mich erst mal um. Das gibt eine gute Farbe. Lasst uns das Ganze doch interessant Ja, gestalten. hoffen Wer wir mal, zuerst dass wir wieder mal einsteigt, einen Färber der begegnen. Verlierer putzt die Latrine. Oh, nein, ich will keine Latrinen putzen, aber nein. Ich will doch keinen Stachelwerfer, obwohl der wäre gar nicht so schlecht. Könnte man unseren ersetzen. Elementar, Krallenschreiter, Zirkulator. Und das habe ich nicht da. Aufgabe erstellen ja auf jeden Fall als Quest. Dann nervt uns das auch. Dann Rohstoffe, Rauchbombe. Wie viel kann man denn davon herstellen oder kaufen? Wahrscheinlich nur zwei. Das freut mich nicht. Ich brauche doch Leone viel mehr. Reinde. Komm, wir handeln. Ja, ich kann mir gerade nichts leisten. So, Rohstoffe. Sind das alle meine Rohstoffe? Wo ist denn mein Krallenbein? Anscheinend nicht hier. Metallknochen hätte ich aber noch jede Menge. Und anscheinend 150 heilende Beeren, die ich immer gepflückt habe, wenn die 12 oder 10 voll Du waren. sollst eine neue Tätowierung haben. Was hast du getan? Alter Wüste erlegt, dass ich letzt. Oh, so kann man sich hier also Tätowierungen verdienen. Paar Priester erledigen. Na, das kriegt man auch hin.
Bombenbeutel. Grad habe ich Rauchbomben gekauft. So, Geierfeder hat man dafür gebraucht. Wunderbar. Und hier braucht man Geiergabelbein zum Upgrade und Präzisionspfeil oder Jägerpfeil. Ich würde sagen Jägerpfeil. Ach, das können wir auch noch. Krötenechsenhaut haben wir alles gesammelt. So, Fallenherstellung könnte man theoretisch auch machen. Kann ja viele. Säurefalle, die mag ich am liebsten. Die sind so schön giftgrün. Bestimmt, weil Säure ist. So, einmal das herstellen. Das herstellen. Löschwasser. Warum auch immer. Bis jetzt muss man auch keine Brände löschen. So, und was bist du? Boah, das wird schon mal passen. Outfit-Upgrades. Das kann ich nicht upgraden. Schade eigentlich. Naja, das sind die anderen. Nein! Wieso kann ich dich nicht upgraden? So langsam wird's Zeit. Was braucht man? Schnappmaul, Beutelgewebe und Kletterkiefer, Schweifstaubwedel. Mensch, das ist aber mal ein Name. Na gut. Achso, dann suchen wir uns irgendwann mal ein Kletterkiefer, Staubsaugerbeutel, was auch immer. Das können wir jetzt aufrüsten. Der Schockbolzenschießer generell, also er ist ja nicht schlecht, aber er ist auch nicht episch. Kann ich das upgraden? Nö. Pirscher und Rollrückenhammerschweif. Hammer nicht. Schade. Hast du das angestellt? Mit einem Glückstreffer seine Kanone. Du kochst schöne Sachen. Was ist denn das für ein Vieh hier? Das ist doch keine Kunst. Das kann weg. Ja. Regionaler Eintopf oder Steilgebirgsschaf. Das sieht eigentlich lecker aus. Könnt auch was essen. Drei Stück. Kann mir nur zwei leisten. Dann noch einmal den regionalen Eintopf. Ich muss verrückt sein. Achso, noch einmal zur Händlerin. Wir haben doch Wertgegenstände. Die von uns wollen. Hier Rohwerkzeuge? Verkaufen. Und dann auch die Spulen. Sollten wir mal so langsam ein paar einsetzen. Aber die schlechten können wir mal markieren, ohne die durchzulesen. Es kann natürlich sein, dass die besser sind von dem, was sie können, als das, was wir da auf episch haben. Aber dann ist es halt so. Die Metallscherben braucht man im Moment viel, viel dringender. So, verkaufen. Ja, mit den 1000 Öcken. Dann haben wir hier noch Wertgegenstände. Wertvoll, 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 wertvoll. So, alles verkaufen. Und nochmal 900 Scherben. Mensch, da haben wir fleißig gesammelt. Ich bin ja so stolz auf uns. So, da unten ist Kotallo in Steinfall. Hier ist Trankmacher in Steinfall. Hier ist eine Kiste in Steinfall. Ich bin eure neue Anführerin. Was wollt ihr? Ich hätte mich im Feuer speichern sollen. Ist egal. So, da oben haben wir... Elementarkrallenschreiter Zielort. Nein, hat ja die Quest umgestellt. So, jetzt ist wieder richtig. Aloy, wir fangen heute nicht damit an, wieder in komische Richtung auszuweichen. Bist du der Häuptling? Du siehst zumindest so aus. Schöne Perlenkette. Das Tal wimmelt von Regalas Rebellen. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Wieso greift ihr sie nicht an? Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar. Und holen sich ihre Kanonen. Tja, schön für sie. Es ist eine leichte Reise. Ich mach sie alle platt, okay? Aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Tecote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Natürlich bringt es was. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Oh je. Ist er nicht begeistert. Na gut. Und? Wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns sehr schön, sehr schön. Oder uns heimlich vorbeischleichen. Nein. Nicht ganz schleichen, davon halte ich gar nichts. Ist es nie. Bringen wir es hinter uns. Ja gut, folgen wir mal dem Typen, der seinen Kopf in den Mehlbeutel gesteckt hat. Wirkt nicht sehr seriös mit der ganzen weißen Paste im Gesicht.
Aber ich habe auch keine Ahnung von Kriegsbemalung. Nicht gut bei euch? Wie willst du Dekuti überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Den Nagt respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers, der sie führt. Oh, dann habe ich mir jeden Respekt verdient. Ach, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Ich will's beweisen. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja, der Clan hat es über Generationen verteidigt. Schön für euch. Gegen wen? Die anderen Tenak-Clans. Ui. Vor langem. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Nein, danke. Hat ich schon in der Schule. Fand ich da cool. Muss jetzt aber nicht mehr sein. Was ist denn mit dir los? Hier lang. Wachsam bleiben. Seid ihr Rebellen? Also ich halte nichts von Schleichen. Kennt mich ja inzwischen. Dein Ziel ist tot. So, du bist nicht so unaufhörlich. Für die gefallenen Marschälle. Für Sparta. Nicht schlecht, Fremde. Dankeschön. Du kämpfst gegen einen Tenakt. Ich hab Tenakt ausgeschalten. Er hat doch nicht ernsthaft erwartet, dass ich das unauffällig mache, oder? Hey, wo ist der ganze Loot? Hier ist er ja in dem Toten drin. Und ansonsten, da ist noch ein Toter. 12 Metallscheren, wunderbar. Dir nach! Was liegt denn da hinten, was zum Scannen? Luftangriff-Anforderung. Muss ich das aufsammeln? Datenbeschädigung schwer. Ja. Pech für die Daten. Glück für diese mich. Diese Rebellen sammelten Maschinenteile. Vielleicht für mehr Überbrückungen. Und muss ich mich schon nicht damit rumschlagen? Warum sollte er, wenn das sind ein paar dicke Stämme. Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit. Ja. Wo hast du eigentlich deinen Arm liegen lassen? Bei der Lichtung. Jo, den knipst mal das Licht aus. Wieso haben die alle das schöne Schild? Ich werde angegriffen. Ihr werdet alle angegriffen. Das hat er nicht vertragen. Schlagt Alarm! Nein, kein Alarm. Ah, das war doch der gefallen ist. Nein! Genau, kämpft mit Ehre. Die Zehen führen meinen Schutz. Der ging daneben. Ja, das ist eine... Geh doch mal drauf. Los, helfen! Das wird unsere Mission nicht behindern! Ja, würde ich auch sagen. Wir kriegen die platt. Entschuldigung. Nicht getroffen. So. Ausschalten! Ja, ist ausgeschalten. Warum haben die das coole Schild alle hier? Will auch schon eins. Nicht nur zum Gleiten. In den Kampf, Fremde! Ja, kämpf du selber. Ich schalte die gerade alle aus. Gehen wir. Seit wann machst du hier? Ich dachte, ich bin die Anführerin. Wieso machst du hier die ganzen Anweisungen und Ansagen? So, wir looten erstmal. Das ist meine Ansage. So. Was ist denn das? Unbekanntes Frostclown-Areal. Das Icon sieht aber lustig aus. Ah, ich glaube, wir haben... wir haben nicht mehr genügend Stöcke im Inventar. Rein damit. So. Wo ist der unfreundliche Kauz hin? Also ja. Ich craft mal nach. Oh, die vielleicht auch 60 hergestellt. Ah, meine Sprengstacheln sind echt nicht so der Bringer im Moment. Könnte man vielleicht auch mal durch eine andere Waffe austauschen. So. Her mit mehr Rebellen. In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Ui. Bis Dekuti bemerkt, dass er unterlegen ist. Könnte das Tal schon überrannt sein? Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Ja, ich weiß, dass ich andere Mutstöße machen kann. Ich bin aber sehr zufrieden. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich bin soweit. Ja, bin soweit.
Hoffentlich musst du nicht mit dem linken Arm winken. Ist das eine Cola-Dose, in die er reingetutet hat? Warum nicht? Solange es funktioniert? Hey, wo hat er sie hingesteckt? Bestimmt in seinen Arsch. Beim Clan-Kommandanten. So verhält ich glaub, er sich zumindest. Wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo schön für euch. Der Zehn uns finden werden. Okay, Marshall. Ich rufe den Lift für euch. Dankeschön. Ach, ich mag Lifttechnik in antiken Spielen. Also das Spiel ist ja nicht antik, aber spielt in irgendeiner Art von Antike. Sehr, sehr zurückgeblieben alle, die dort leben. Nicht alle. Ja, die Stahlträger werden irgendwie relevant, oder? Ich übernehme das Reden bei Tecote. Wieso? Ist er schüchtern? Wir werden sehen. Kann er nicht mit Frauen reden? Kann ich nachvollziehen. Sehr angsteinflößend teilweise. Boah, gemütlich habt ihr es hier. Mir wäre ein wärmerer Ort aber doch lieber. Wieder da. Dein Arm nicht. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. So alt bist du doch noch nicht. Mensch, der hat echt einen Stock im Arsch. Lagerfeuer. Speichern. Ja, ja, Ehre und Blut. Ehre und Blut dir auch. Habt ihr Jägerbedarf für mich? Ich hab Bedarf, ich bin ein Jäger. Ah, da steht er ja. Nee, das ist Nahkampf. Ah, sollten sie unterschiedliche Icons verwenden. Jo. Ja, jetzt hört mal auf mit der Fremden hier. Ich heiße Aloy. Wie heißt du? Ein Rüstungsfritze voraus. Lauf mal schneller. Wie heißt der Karallo? Hi. Ah, das ist ein Dummy. Hallo. Usaram Pfeilbrecherin. Oh. Ja. Das sieht jetzt nicht so besonders aus bis jetzt. Das hat irgendwas, aber nicht besser als meine. Und so viel gute Spulen hast du auch nicht. Na, so eine nette Begrüßung. Ja, finde ich auch. Die haben nicht mal gescheites Zeug beim Händler. So, lauf mal ein bisschen schneller. Erinnert mich an meine Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Auch sehr felsig insgesamt. Na, kommt er endlich. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Wie wär's mit einem Bitte? Hi. Wer von euch ist Tecote? Oh, da hat jemand aber Hunger. Ich glaube, gegen den muss ich kämpfen. Die Szene hier wirkt irgendwie so. Hey, den Kämmer. Kenn ich die nicht? Zurück. Preiset die Zehn. Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grodda bei der Gesandtschaft. Und ich muss ihm einen Gefallen tun, damit er mich in den Keller mitnimmt. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Das ist nicht sehr klug. Wenn sie kämpfen, dann hier, zum Schutz der Mauer und des Clans. Du kriegst gleich auf die Fresse. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Ja, das sehe ich auch so. Hier ist der Feigling. Ihr alle. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hekaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Seid ihr aber nicht.
Muss ich jetzt echt gehen? So ein Arsch. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Jetzt mach mal halblang. Bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Oh, ich muss die Stahlträger rausziehen, oder? Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Ja, ich hab's befürchtet. Warum? Weil ich Steine abmeißeln werde. So. Vielleicht kann ich davor noch shoppen, bevor Aloy hier alles ruiniert. So, fair, aber nein. Bleib doch oben. Ja, hallo, Fremder. Sie ist vielleicht nicht so stark, wie die Kote glauben. Du bist ein Maler? Gesichtsbemalung. Ah, keine geht auch. Ist ja cool. Ja, also wie so bei einem Dodge Viper, so zwei Geschwindigkeitsstreifen, warum nicht? Brasilianisch. Da müssen sie aber noch mal ein bisschen üben hier. Ich tue mich nicht leicht mit Gesichtsbemalung. Vielleicht so eine Träne. Emo Aloy, warum nicht? Karja Händler. Nee, ich muss seriös wirken. Hier vielleicht so eine grüne Matrix. Oh, vielleicht auch nur um die Augen. Pride-Zeichen. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Kriege ich nur wieder Hasskommentare. Muss aber nicht sein. Ja, theoretisch, das ist auch relativ billig. Ach, was soll's. Ich mag das. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. So. Du sollst eine neue Rüstung. Ja, ja, neue Rüstung. Ich brauche auch neue. Aloy. Ich wollte doch meinen Gleiter rausholen. Hat sie einfach nicht gemacht. Ein paar Tipps fürs erste Mal. So. Du willst ein paar Tipps fürs erste Mal? Da bist du bei mir falsch. So, nee, ich will nicht kämpfen. Ich will Jägerbedarf. Habt ihr echt keinen Jägerbedarf hier? Rede, Nahkampfplatz, das Bollwerk. Nein, danke. Ich dachte, die anderen Icons sehe ich auch. Was heißt du? Jägerin. Warum nicht gleich so? Genauer Scharfschussbogen. Achso, das habe ich ja am Anfang gesehen. Häckselhandschuh. Wollen wir den Scharfschussbogen uns kaufen? Oder so einen Scheiterhaufen Jägerbogen? Frostbeulenkriegerbogen. Ja, Feuer ist halt bis jetzt nicht so effektiv, was wir haben. Aber Scharfschussbogen für Abreißen wäre natürlich auch Premium. Ist halt wieder teuer. Ich glaube, wir kaufen uns den mal. Nur auf Verdacht. So, kaufen und ausrüsten, der darf nach unten. Wir haben generell ein bisschen zu viele Waffen. Verkaufen, Waffen. So, kann ich die nicht markieren? Doch, der da kommt weg. Schneidender Jägerbogen. Der macht 105 Abrissschaden. Das macht doch nicht mal der Gute. Doch, der macht 175. Dann können wir den auch verkaufen. Den behalten wir mal. Sonnenberührter Jägerbogen. 71 bis zu 71 Feuerdamage. Okay. Oder was das auch immer heißt. Über die Zeit. Wie gesagt, was soll's. Hier, der macht 53 so und 52 Abriss. Habe ich den gerade gekauft? Ja, der ist gerade ausgerüstet. Okay. Na gut. Dann können wir. Was macht er? Ah, der Spalter-Scharfschussbogen, der ist ja fast besser als den ich gerade gekauft habe. Mist, das hat so explodierende Teile, das wäre natürlich richtig geil gewesen. Und den kann ich, glaube ich, auch noch upgraden. Wollen wir dann den ich gerade. Der macht halt ein bisschen mehr Grundschaden. Seine Spezialfähigkeit. Ach was, wird auch noch bessere von dem geben. Verkauf mal den anderen. So, Stolperfallen weg, Stachelwerfer weg, bringt eh nichts mehr. So, du machst 15 Bolzen Schaden, du machst 16 und 19, dann kommt ihr hier weg. Häckselhandschuh brauchen wir unbedingt mal 9. Speere behalt mal und verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Ist da mal ein bisschen wieder Ordnung drin.
So. Gegen wen kann ich jetzt Niederschlag, Präzisionspfeile, Scharfschussbogen? Weniger Schaden als Standardtypen, aber haben eine hohe Niederschlagskraft. Na wunderbar. Warst das schon Fremde? Weiß ich doch nicht. So, wenn du aufs Maul willst, habe ich Zeit. Wo muss ich hin? Muss ich echt in den Aufzug gehen? Ich dachte, ich könnte einfach dahin watscheln. Hallo? Geh zum... Was für ein Bereich? Leuten. Ah, okay. Da unten muss ich hin. Hui. Ich mag mein Fallschirm. Gleitschirm. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg, damit ich sie richtig scannen kann. Na ja, gut. Ich würde mal sagen, da links sind die Stahldinger drin. Scannen wir die Mauer. Das machen wir dann an eine Reitmaschine ran. Und dann ziehen wir das runter. Kleines Lager für Wertgegenstände. Die großen sind mir sympathischer. Scanne das Bollwerk. Ja? Alte Trümmer? Wo muss ich denn hin? Doch nach da vorne? Du hast doch gesagt, ich muss weggehen. Eloy. Du musst schon wissen, was du machst. Muss ich jetzt weit weggehen oder nicht? Unbekanntes Frostclown-Areal. Die können wir uns vielleicht mal zu eigen machen. Ja, willst du noch was, Aloy? Kommt da jemand auf mich zu? Ach, war nur ein störrisches Schaf. Mal wieder. Ja, scanne das Bollwerk. Bin anwesend. Würdet ihr mir auch was geben? Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Normalerweise doch klettern. Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Kann mein Fokus hier etwas sehen? Hoffentlich. Physische Störung. Glaub, ich bin auf dem Holzweg. Obwohl er so steinig ist. Komm, lass mich doch einfach hier durch. Was für ein Wasserfall denn? Ah, der Wasserfall. Hui. Nur nicht vom Wasser fallen. Wo kommt dieses Wasser her? Von oben. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Vielleicht in einen Hohlraum. Ich müsste die Steine rausstemmen können. Ja, gut machst du das. Nur nichts auf einen schönen rothaarigen Kopf fallen lassen. Wieder Echo hier drin. So, ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Woher weißt du, dass es ein Panzer ist? Bloß wie? Ja, hier gibt es nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Ernsthaft kann ich das nicht jetzt direkt hochjagen? Na gut. Duck dich. Und dann wieder ab in den Aufzug. Und da kann ich hier direkt hoch. Nö. Wo ist Kutalo, wenn man ja ihn braucht? Der ist auch schon unten. So langsam verzieht sich aber das Wetter. Wird ja richtig unangenehm dunkel. Hi. Die Wachen sagen, du kriechst an der Mauer rum wie eine Ratte. Ja. Was im Namen der Zehn hast du vor? Tecote sagt, alle umbringen. Er keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Noch nicht. Ich mein's heute ernst. Nicht. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein. Ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Warum nicht? Dann bleib Ricardo halt hier. Ricardo hat dir befohlen, mir zu helfen.
Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Na nee, gut, ich glaube, ich mache meine Gesichtsbemalung wieder weg. Ich habe nichts gegen Pride. Ich finde, das hat auf jeden Fall seinen Stellenwert. Ich habe nur ein Problem mit Gesichtsbemalung generell. Die Wellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Und nicht so ein Outfit, so ein Bändchen, was ich tragen kann. Von denen? So ungefähr, ja. Oh, ist das eine riesige Axt? Oh. Nö, das war nur ein Ast. Dankeschön, ich habe sehr viel Mut. Vorhin, mit Tecute. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Das stimmt. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähle ich es dir vielleicht. Der hat dir deinen Arm geklaut. So, in 150 Metern krieg ich hoffentlich mal wieder ein bisschen was vor die Flinte hier. Wartet, ihr Eulen. Ich brauche Gabelbeine. So viel, wie ihr entbehren könnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem wir zuvor die Rebellen sahen. Ja, gut für uns. Da ist auch ja schon richtig was los. Ich will die Zwischensequenz nicht überspringen. Feuerkraft. Fertig. Ein Elefant. Ich habe auch so einen langen Rüssel. Nein, vorsichtig. Meine ist auch unkontrollierbar. Kann man das Vieh nicht einfach die Mauer abreißen lassen? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, ihr habt's geschafft. Wie in Age of Empires 2. Ein Mönch hat ihn bekehrt. Das wird nicht leicht zu erlegen sein. Vor allem nicht so. Ja, dann kämpfen wir mit dem anderen Arm. Den Großen. Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Du sollst die anderen übernehmen. So, wie groß ist der Große? Ist da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann? Rebellen, Riebenzorn. Bereit machen, Leute. Für was? Oh, praktisch. Wohin wird er fallen? Jo. Ausgeschaltet. Ja, ruf nicht so laut. So, gegen was bist du allergisch? Frost. Hab ich doch gar nicht so viel. Er macht nicht so viel Schaden. Hohe Salve, nee, lieber Dreifachschuss. Und hier niederschmetternde Präzisionspfeile hilft wahrscheinlich nicht gegen das Vieh. Ah, da ist Frust. So, da ist Springfass. Kühlsaft. Okay. Dann würde ich sagen, ran an den Feind. 157 Aprilschaden, 116 Rüstung. Dann nehmen wir doch die da oben. Achso, erst auffüllen. Ich kann jetzt keine mittlere Maustaste mehr drücken. Ist egal. Ja, da beschwerst du dich zurecht. Ja, ich weiß, wie man die bekämpft. Verwundete Bestien kämpfen erbittert. Alles gut. Ist nicht mein erstes Rodeo. So, nochmal nachladen. Mutig werden. Jetzt sind wir doppelt mutig. Ich dachte, du bist schockgefrostet. Dann halt nicht. Das tat weh. Ich mag's mehr, wenn die leuchten, dann weiß ich, worauf ich schießen muss. Also bis jetzt bist du nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Ich glaube, das soll hier auch machbar sein. Ich glaube, das war nämlich eine Level 17 Mission. Alles gut bei dir? So, schön auf die Fässer. Schön auf die Kanonen. Nochmal. 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 Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, Frost. Bist du down? Was hast du wieder angestellt? Ich sehe euch auch. Interessiert mich gerade aber nicht so sehr wie der andere. Boah!
Direkt gestorben? Nee, ich lebe noch. So, wer ist hier jetzt tot? Niederschmettern. Hä? Hallo? Na, so viel Niederschmetterwirkung hat das jetzt noch nicht gehabt. Ach, das dauert ja hier immer so lang. Kann nicht sagen, dass ich im Moment begeistert vom Scharfschützenbogen bin. So. Auf die Rübe. Ja, hast du Probleme? Du sollst doch nicht das dicke Euter angehen. Was machst du denn da? So. Natürlich bin ich schnell. Wer ist tot? Au, 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 au. Wenn ich nicht aufpasse, ich anscheinend. Der ist doch gleich down. Nicht ausspüren. Oh, nicht daneben hauen. Zu wenig Ausdauer, das auch noch. Mist. Nochmal nachcraften. Nicht schießen. Alles gut, müsst nicht schießen. Okay. Wie ist das jetzt passiert? Keine Ahnung. Da leuchtet doch noch so viel. Ich kämpf doch gerade. Lebt mein Begleiter eigentlich noch? Lang nichts mehr von dem gehört. Das ist in Ordnung. Die ist auf jeden Fall platt. Der Elefant. So, schön looten. Dankeschön. Du hast die anderen ausgeschalten, oder? Ah, da glitschst du rum. Warum machst du denn... Kämpf mit Ehre! Feiglinge und Schlangen! Ich werde euch töten. Das klingt nach einem guten Plan. Jetzt wirst du fallen. Er ist tatsächlich jetzt gefallen. Das ist mal ein Mann, der Ansagen umsetzt. Er fällt mir. So, wo ist der Rest von euch, die sich hier noch verkreuzeln? Da ist doch einer. Was machst du denn da oben? Du musst da runterkommen. Ne? Dann ebenso. Immer noch nicht. Mensch, du bist ganz schön gut im Futter da oben. Das hat ein schönes Alle Schmatzgeräusch erledigt. Gemacht. Und jetzt? Looten wir erstmal. Da ist doch eine. Ach, nur vom Verwüster. Macht trotzdem Spaß. Ich muss sagen, das macht trotzdem Spaß. So, erstmal. Das nehme ich mit. Nein, Eloy, ich wollte es doch gerade fallen lassen. Wir nehmen die Heilpflanze mit. Was denn auch sonst? So, dann haben wir hier noch eine Heilpflanze. Dann haben wir hier nochmal Kühlsaft. Zugbrücke. Ah, das wäre praktisch gewesen. Habe ich gerade einen Stein geworfen oder meine Reitmaschine geholt? Weiß es nicht. So, was habt ihr denn hier für mich? Ist das ein Eichel her? Ja? Nee, das ist auch wieder eine Eule. Heilpflanze. Kleines Lager für Wertgegenstände. Und ein paar tote Maschinen. Okay. Da hinten wirkt so blau. Was ist das? Was glitzert da so blau? Ach, so ein Winterbusch einfach nur. Nee, gut. Dann mal ran an die Kanone. Ich wünschte, wir hätten noch einen Skill, womit wir ein bisschen schneller sprinten könnten. Bisschen langsam, die Gute. Hat wahrscheinlich auch die meisten Muckis im Arm vom ganzen Klettern oder von sonstigen Freizeitaktivitäten, die wir hier nicht sehen. Zumindest bei mir ist das der Fall. Obwohl ich habe auch sehr kräftige Beine, weil ich halt fett bin. Und da trainiere ich die jedes Mal. So, Rebellensoldat durchsuchen. So, wie soll ich da oben hochkommen? Hallo? Nicht zum Festmachen. Tja, und was nun? Da ist doch eine, oder? Ja. Was soll ich tun? Hast du hier irgendwie einen Aufstiegspunkt?
Soll ich da hoch? Soll ich die runterschießen? Ah, runterschießen kann nie die verkehrte Antwort sein. Hallo? Was ist denn los mit dem Spiel? Ah. Okay. Ein Glück, unten hat er noch eine gehabt. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Du hast gute Augen. Wir können auch einfach so einen Karren nehmen, die da haben. Na gut, solange ich nichts tragen muss, bin ich zufrieden. Mach dir. Dankeschön. So, hey. Frostclown-Areal. Du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Warum nicht? Ich bin doch dabei. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Ja. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst ja, du wirklich, Angriff ist die beste Verteidigung. Ding kann uns helfen? Natürlich. Ja, wird. So, ich würde... Ja, ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Hab gerade auf die Uhr gesehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.